Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es seit langem mal weiter mit unserer 2JZ-Rakete. Wir sind mal wieder bei Flo. Moin. Und als allererstes, also heute auf Plan steht einmal, wir haben gerade schon das alte Diff ausgebaut. Das ist immer noch das offene, ohne Sperre. Und da kommt jetzt das maßlos übertriebene Drechsler-Diff rein, was natürlich für dieses Fahrzeug noch ein bisschen überdimensioniert ist. Man merkt es auch so schon, dass hier, also ja, das ist auf jeden Fall gesperrt, würde ich sagen. Hier geht gar nichts mehr, ne? Das bauen wir da erstmal ein. Ich denke mal, wir werden nachher auch hoffentlich vielleicht nochmal einen fliegen lassen. Mal gucken, wie das so mit Sperre fährt. Ich habe keine Ahnung, ob das leistungsmäßig schon ausreicht, dass wenn man da so mit um Ecke fährt, dass er quer kommt, dass da hinten die Räder schon so ein bisschen durchgehen und so. Ne? Mal gucken. Keine Ahnung. Wir werden sehen. So, dann werden wir noch unsere Japanisch-Künste heute auspacken, weil wir haben mit Erschrecken festgestellt, dadurch, dass das jetzt ein japanisches Steuergerät ist, ist es tatsächlich auf der Autobahn so, Vollgas, 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 bumm, 180. Mit Erschrecken festgestellt, Alter, ich habe fast ins Lenkrad gebissen. ich glaube bei 180 so. 180, ja. Bei 180 geht das Ding wirklich im Begrenzer, also wirklich in Speedlimiter und dann ist Feierabend. Und da denkt man, beziehungsweise Nico dachte, wer fährt mit dem Auto 180? Wir sind aber mit dem Sauger, bist du eigentlich nonstop 220 gefahren, also, ne? Weil das macht das Auto wirklich total gut. Also der ist aerodynamisch schon echt nicht schlecht. Also ich will mich nicht zu weit aufs Fenster lehnen, aber ich würde sagen, offen fährt die Zwiebel mit der Leistung. Was waren das, wenn die 280 PS? 280 PS, glaube ich, so in den Dreh? 83 oder so. Ne? Irgendwie so in den Dreh wird der garantiert 270. Doch, glaube ich auch. Ich hätte auch so gesagt, 270, 280 fährt das Ding, ne? So. Ist nicht das richtige Auto dafür, wird auch ein bisschen zu wenig Leistung sein, aber dafür gibt es von HKS einen Speed Limit Defensor. Das heißt, dieses Ding ist wirklich klassisch mit ein paar Kabeln und einer genialen Anbauanleitung. Kommt dieses Ding irgendwo hin? Keine Ahnung, wie wir es einbauen sollen. Aber ist wirklich alles auf Japanisch? Ja. Ja, gut, ich kann ja seit dem Motorumbau ein bisschen Japanisch. Du kannst jetzt Japanisch, ne? Aber das Gute ist, da hier 2JZGE, der war drin. Wir haben auf jeden Fall im Internet ein bisschen gefunden. Also zur Not, ich habe das Ganze hier von MPS, von dem Philipp. Zur Not werde ich den einfach anrufen, weil wer sowas verkauft, der kennt sich da vielleicht auch mit aus. Das soll auf jeden Fall laut HKS das Richtige sein. Ich finde jetzt hier zwar gerade kein 2JZGTE, nur alles mögliche andere. Was hat er? Doch, hier, da ist er. Nee, 1JZ ist das. Da ist er. 2JZGTE. ECU. Was macht dieses Teil? Keine Ahnung, ich vermute mal nur, es wird folgendermaßen sein, dass das Motorsteuergerät kriegt vom Tacho eine Geschwindigkeit und ab Geschwindigkeit X macht das einfach Klung zu und Begrenzer und keine Ahnung, was ist dann in dem Moment begrenzt? Wahrscheinlich wie ein Drehzahlbegrenzer? Ja, Sprit und Zündung wahrscheinlich beides. Ne? Genau, irgendwo wird er da auf jeden Fall einen Begrenzer reinhaken. Ja. Das heißt, jetzt gerade wird man nicht diesen Begrenzer verschieben, sondern ich vermute, dass dieses Teil ab 180 dem Steuergerät einfach nur konstant 180 km/h vorgaukelt. Das heißt, wir fahren 200, es steht immer noch 180 drin. Wir fahren 220, steht immer noch 180 drin. Irgendwie so wird das diese Linie einfach beeinflussen, dass das Steuergerät einfach nicht mehr weiß, dass es schnell ist. Das vermute ich auch. So, das ist Inhalt des Videos und mit ganz viel Glück, wenn das Wetter noch ein bisschen besser wird am Ende des Videos, fahren wir auch noch ein bisschen rum und gucken mal, was so geht. Aber als allererstes schmeißen wir jetzt das Diff hier hinten mal rein. Nee. Ach, hör auf. Anderer Durchmesser oder was? Mhm. Aber witzig, dass das Turbo-Diff. Also eine Sache passt jetzt hier gerade nicht. Und das ist die Scheibe. Ja, ja, aber um die Scheibe rauszukriegen. Ja, Kardan einmal raus. Das Blech da einmal ab und dann vorne die Radioscheibe lösen. Ja, geht nicht, ne? Stecken die nicht beide drauf? Wie meinst du das jetzt? Ja, ich glaube, du kannst natürlich auch nur die Hardyscheibe losschrauben, ne? Ja, aber steckt der Zapfen, der hier rauskam, der steckt doch in der Kardanwelle. Ja, das ist die Welle, stimmt. Der Zapfen steckt also in der Welle, das ist ja die Zentrierung quasi, das würde ja hier komplett hin und her schlingern, ne? Ja. Und die Hardyscheibe macht ja nur die Vibration. Ja, kann ich die Knarre also wieder auf. Ja, du kannst erstmal die andere Hardyscheibe suchen. Wie ich sehe, ist Diff wieder drin. Diff ist wieder drin, genau. Einfach mal kurz überlegt und dann doch die Antriebswelle auseinandergebaut, ne? Die Kardanwelle,
die Antriebswelle. Das heißt, es war tatsächlich so, also wir haben jetzt einen Zwitter. Also wir haben jetzt quasi genau. Turbo vorne, Sauger hinten. Genau. Vorne Turbo, hinten Sauger. Man kann die Welle hier hinter dieser Manschette, ist eine Mutter und dann ist die quasi geklemmt. Ach krass, okay. Und das war auch wirklich hier alles nicht fest. Also das heißt auch, da haben wir eigentlich beim Motoreinbau auch einen Fehler gemacht, dass wir es erst gar nicht eingestellt hatten. Ne? Ja, weil wahrscheinlich ist das ja, wir haben ja auf beiden Seiten nur eine Hardyscheibe. Ja. Das heißt, die Welle hat gar keinen Längenausgleich. Normalerweise, ihr habt zum Beispiel in dem Busvideo gesehen, ist da ja ein normales Antriebswellengelenk drauf, ein Gleichlaufgelenk, ne? Was halt das kann. Und hier losdrehen, verzahnen und verschieben und einfach wieder klemmen. Genau, also ich habe sie locker gelassen, habe die Kardanwelle eingebaut und habe sie dann halt festgezogen, ne? Weil dann muss es ja von der Länge her passen. Ich habe da gestern auch mit Max drüber gesprochen, bei BMW ist es tatsächlich genauso. Und er sagt, normalerweise wird die auch nicht so stark angezogen, weil die soll sich im Betrieb verschieben. Ah, okay. Also es kann dann passieren, müssen wir dass sie vielleicht noch wieder ein bisschen lösen. Weil sie kann ja nicht weg. Ja. Das heißt, die schiebt sich dann genau dahin, wo sie halt eigentlich will und sitzt da dann relativ fest. Also das war schon genau richtig so. Jetzt haben wir natürlich die kleinere Hardyscheibe hinten. Aber was waren das? Ich glaube 10 mm so in dem Dreh. Überhaupt, ne? Egal. Weil das, wir haben ein Glück, haben wir den Flansch hier nicht gelöst, weil ich hatte schon so ein bisschen die Ahnung, dass das Einmessen des Diffs, also Triebsatz und Lagerspiel, damit zusammenhängt. Mhm. Das heißt, hätten wir es da gelöst, hätten wir schöne Baustelle auch immer. Wäre in die Hose gegangen, ne? So, ja geil, aber jetzt ist hier. Ich glaube, es ist auf P, ne? Ne, ich habe noch auf N gelassen. Ja, dann können wir jetzt ja eigentlich weitermachen mit dem, was wir eigentlich vorhatten. Ich würde sagen, wir reißen den mal an. Meinst du, der geht auf der Bühne in den Begrenzer? Muss jetzt ja nicht hier komplett durchziehen, aber man kann ihn ja schon so langsam hochdrehen lassen. Ja. Wir haben ihn zum Glück schon mal ohne Auspuff laufen lassen, deswegen wissen wir, dass er nicht ganz so laut ist. Eigentlich könnten wir jetzt auch einen Auspuff anbauen, aber ich habe ehrlich gesagt keinen Bock, weil er klingt irgendwie geiler ohne. Ne? Ja. Ist auch nicht zu laut, finde ich. Also dafür, dass es überhaupt nicht Straight Pipes sind, finde ich es eigentlich okay. Ja, und dann müssen wir mal unser Japanisch auspacken und gucken mal, ob wir das Ding angeklemmt kriegen. Ja, also in meinen wildesten Träumen habe ich eh noch so den Traum, dass wir irgendwann so mit 800 auf Original-Automatikgetriebe hier zu viert drin sitzen und das Ding einfach nur durchdreht. Also wir testen jetzt mal. Normalerweise hat der jetzt einen Speedlimiter irgendwo so bei 180. Ne? 180, 190 habe ich ins Lenkrad gebissen. Ich persönlich habe es ja noch gar nicht getestet. Ich mache einfach mal D rein und lasse rollen, ne? Ja, ja. Oder? Sind wir auch hoch genug? Nicht, dass es jetzt hinten so ein bisschen runterhängt. Und ach so, jetzt sitzen natürlich kriegen. Zwei Leute hinten drin, ne? Dreht? Ey, passt, 10 cm. Oh, gleich schießt das Ding einfach nur nach vorne. Gleich stehen wir im Cabrio. Oh, krass, wie leise der ohne Auspuff ist. Ne? Dafür, dass wir hier in der Halle sind. Ja. So, zweiter, dritter. Ja, ich mag ja auch diese Originalgetriebe mit dem Wandler irgendwie. Vierte. Jetzt ist schon vierte. Ja, der klingt so ein bisschen Porsche Turbo Boxster-mäßig irgendwie. So. Ja, stimmt. Also es ist ja richtig ein richtiger Fuel als auch Ignition Cut, ja. Ne? Krass. So, aber ich glaube, er macht das auch im dritten, ne? Schwingt auf 100, ne? Weil er einfach nicht schnell genug ist. Ja, ja. Okay, also damit haben wir geklärt, es ist auf jeden Fall wegen dem japanischen Motorsteuergerät jetzt eine Drossel drin, weil als EU-Fahrzeug hat er das definitiv nicht gemacht. Ich sage, der fährt so mit dem Motor jetzt 270. Ja, 270 muss er machen. Das macht er eigentlich im ersten. Liegt auf jeden Fall so ohne Auspuff schon so ein bisschen nach Leistung. Das klingt so richtig nach Leistung. So, hat eingetragen 230 genau. 163 kW, 230 GS 300. Jawohl. Ja, dann packen wir mal den kleinen Fidschi-Controller aus. Jo. Gucken, was er so kann.
Ja, Flo, dann machen wir uns auch mal gerne unsere Japanisch-Künste, ne? Ja. Ja, aber ich glaube... Guck mal, ich wollte sogar schon umdrehen, weil ich dachte, es ist falsch rum. Also das Ding können wir auf jeden Fall vergessen. Das Gute ist, man findet immerhin im Internet ein bisschen was auf Englisch. Zum Beispiel hier in einem so einem Supra-Verein. Ich habe zwei Sachen mal ausgedruckt aus irgendeinem Forum. Das ganze Forum ausgedruckt? Nee, nur in einem Beitrag. Man weiß ja, wie es ist. Auf der einen Seite ist sonst wieder genau das, was man braucht. Ich habe auf jeden Fall gefunden, es ist ein Unterschied, ob man eine Automatik oder ein Manual hat. Mhm. Also da muss auch irgendwie was mit Automatik zu tun haben. Und natürlich auch, ob es ein GE oder GTE ist. Prinzipiell aber, können wir erstmal gucken, ist ja erstmal egal, was überhaupt hier alles angeschlossen wird. Speed Out, Speed In, Power Ground. Ja, es ist tatsächlich so, dass scheinbar wirklich das vom Tacho das Geschwindigkeitssignal da reingeht und in Anführungsstrichen verarscht wird. Ne? Mhm. Und das Ding kommuniziert tatsächlich auch irgendwie so mit CAN-Bus. Habe ich auch noch schon hier so zwischengelesen. Wer? Der SLD hier? Ja, oder was? Okay. Das Ding kann sogar CAN-Bus am Ende irgendwie irgendwas da so. Ah, okay. Der hier sieht doch gut aus, ne? Ja, also das Einzige, was ich hier zur Sekunde entziffern kann, ist 2JZ. Hier steht kein 2JZ GTE sogar dabei. Also hier stehen jetzt die ganzen Motorcodes. Und dann, welches Schaltschema man braucht. Aber hier ist jetzt zum Beispiel nur ein 2JZG. Ach guck mal, hier steht auch GE hat 5-Gang-Automatik. Also ja, der Sauer, stimmt. Wie wir hatten. Ne? Auf jeden Fall hier haben wir auch nochmal. Speed-Sensor, Ground, NOC. Sollniod. Optional Wire, Power. Da meinst du echt, das kriegen wir jetzt hier irgendwie reingefecht? E6 gibt es hier gar nicht. Wir machen mal Folgendes. Wir machen erstmal nur den einfach mal cutten. Speed-Sensor durch. Und dann setzen wir uns nochmal rein und gucken, ob er noch einen Begrenzer geht. Oder vielleicht gar nicht mehr schaltet. Nee, der mittlere. Der daneben? Der kleine. So. Geschwindigkeitssignal ist ab. Wollen wir mal gucken. Schlechter Gas an. Gibst du Vollgas? Ah, jetzt ist auch Motor. Jetzt. Ja, Begrenzung ist raus, ne? Aber ich glaube, er schaltet nur bis in den dritten Gang. Ja. Das war, glaube ich, nur der dritte, ne? Ja. Und gefühlt läuft er irgendwie schlecht. Ja, Motorkontrollleuchte ist an. Tacho geht. Und ich glaube, also Begrenzung ist raus. Er hat gerade 240 stehen lassen. aber ich glaube, er schaltet nicht bis in den vierten. Ich mach mal manuell. Das ist jetzt der erste. Du kannst ja so einen Teilerseiber schon testen. Zweiter. Dritter. Nee, nur bis in den dritten. Aber Begrenzung ist definitiv raus. Und geht in vierten? Nee. War nur, dritte? Nur bis in dritten. Ah. Genau. Das heißt, dann ist Begrenzer 240. Also Begrenzer 240 im dritten. Ja, achso, siehst du, das kommt aber hin, weil der wird ja im vierten auf jeden Fall schneller als 240 fahren. Das wird ja niemals der letzte sein. Aber dann kommt das mit dann 270 hin. Okay, krass. Also er schaltet aber nicht in vierten. Das heißt, er muss irgendwie diese Box brauchen zum Hochschalten. In diesen Overdrive wahrscheinlich irgendwie, ne? Denke mal, er kriegt jetzt irgendwie kein oder zieht er sich das Geschwindigkeitssignal übers ABS. Und wir wissen natürlich so jetzt gerade auch nicht, ob er, keine Ahnung, volle Leistung macht, vielleicht irgendwie ein bisschen was wegnimmt, Notlauf, wie auch immer, ne? Aber okay, ja, dann wissen wir immerhin schon mal, dass wir gar nicht so falsch sind und dass wir auf Anhieb das richtige Kabel gefunden haben. Klemmen das so an, wie es da steht, einfach mal, ne? Das Praktische bei diesem Fachzeug ist, dass das tatsächlich das Motorsteuergerät hier im Motorraum hat. Ganz normal zugänglich. Das ist jetzt Motorkabelbaum, an dem wir dran sind. Das ist, genau. Was hier weggeht, ist der Motorkabelbaum. Das heißt, wir gehen nur an den japanischen, originalen GTE-Motorkabelbaum. Genau. Und dann haben wir dieses Gerät. Und dieses Gerät hat tatsächlich auch noch eine Kodierung. Wir haben hier 5 Schalter, die man hoch und runter machen kann. Je nachdem, in welchem Auto das Ding montiert ist. Und jetzt können wir nämlich wieder hier in unsere Liste reingehen. 2JZ GTE. Da müssen wir auf Schaltstellung. Ich kann jetzt nämlich japanisch. SA3. Und dann gucken wir hier auf SA3
Und dann wissen wir, wie das Ganze geschaltet wird. Das wird irgendeine Art Kodierung sein. Und das sind dann die kleinen Schalter genau. Hier? Das sind die kleinen Schalter. Damit wird er, was ich wissen, wie, wo, was er machen muss. Also ist schon ein HKS-Zeug, hat mich schon tatsächlich ein bisschen überzeugt. Wir machen das jetzt erstmal hier einmal provisorisch rein, ne? Genau. Eine Sache war noch, das optionale Kabel. Genau, das ist hier der vierte von links, der ist nicht belegt, also den haben wir tatsächlich nicht. Genau, das heißt, wir müssen irgendeine Ausstattungsvariante haben, wo das Kabel gar nicht da ist. Ja. So, und dann müsste das blaue und das lilane frei sein. Lila haben wir hier gar nicht, oder? Siehst du lila? Ja, könnte Dark Blue sein. Oder nee, dunkelblau ist der hier. Haben wir denn gerade ein Lila, das frei ist? Ja. Okay, meine Japanischkenntnisse lassen mich hier jetzt leider... Hört schon auf, ne? Ja, wenn ich jetzt Purple auf Japanisch schreiben könnte, da würden ja einige vom Glauben abfallen. Vor allem selbst, ich weiß noch, als wir immer in Asien waren, in China, gibt es damals so geile Apps einfach, wo du reinsprichst und er spricht es dann auf Chinesisch vor, dass du es dem Taxifahrer halt zeigen kannst und so weiter. Ne? Selbst wenn ich jetzt auf Japanisch das Zeichen sehen würde für Purple, man kann es hier drin nicht entziffern. Nee. Also bei 10 Kabeln kann man es natürlich abgleichen, aber bis man das gefunden hat. Ja, okay, wir setzen uns mal rein. Ich weiß nicht warum, aber das ist einfach so ein Auto, wo man hinten sitzen will. Ja, ne? Ich weiß nicht. Also das muss man live erlebt haben. Ja, weil man in diese Bank auch so reinfällt. Ja. Also eben ist er gar nicht erst in vierten gegangen. Richtig, genau. Ne? Wollen wir erstmal gucken, ob er alle Gänge durchschaltet? Genau. Also Motorkontrolllichter ist auf jeden Fall sofort wieder ausgegangen. So, das ist eins. Tacho geht auch. Anschlag. Aber das war der vierte, ja, der hat irgendwo geschaltet, wo wir nicht mehr. Ja, hatten. Das war der vierte, weil das waren jetzt gerade 5000 und irgendwo 260, ne? Ach so. Ich denke so weiter, was macht der da, ne? Taro, weil der dreht wirklich unten bis in die Karma-Anzeige rein. Der Zeiger war weg. Aber mach mal Folgendes, du kannst ja mal, fahr mal ganz normal, wie du von der Ampel losfahren würdest, also jetzt einfach so von der Bremse los und mal so ganz langsam die Gänge durchrollen. Wie ein normaler Mensch von der Ampel los? Ja, oder wie so, ich von der Ampel losfahre? So, wobei wir wissen nicht, ob der nicht in der 2 losfährt, ne? Gefahren ist. Als wenn er die 3 überspringt. Jetzt hat er. Ah ne, ich glaube, der war nicht bei 0. Also der schaltet. Jetzt machen wir. Jetzt bin doch, ich nur von der Bremse? Fahren wir doch die Gänge einzeln durch. So, aber jetzt muss er ja eigentlich im tiefsten Gang sein. Das sehen wir gleich schon an der KMH. So, wenn jetzt nach. Hier macht er ja eh nichts, ne? Genau. Weil das ist ja der Gang. 3? Genau, das waren 4. Jetzt ist schon 4 drin. Ah, du hast gerade schon geschaltet. Ey, jetzt bist du irgendwo dazwischen gerade. Jetzt zeig dir jetzt. Ja. Ah. So, aber jetzt das mal. Genau, das ist jetzt der erste. Das ist der erste. Schaltet er noch nicht. Jetzt hast du jetzt zweite. Man merkt auch, dass hier, ja. Weil wir müssen, glaube ich, viel mehr auf die Tachoanzeige gucken, ne? Ja. Und dann schaltet er. Da geht er aber gleich in die 4 hoch, ne? Ja. Ja. Vielleicht, weil er keine Last hat. Jetzt ist er in der 3, ne? Ja, schaltet. Wenn ich jetzt noch mal ein bisschen Gas gebe, dann schaltet er eine 4. Nee, doch nicht. Warte mal. Nee, das ist die 4. Nee, das ist zu kurz. Meinst du? Ja, lupf noch einmal ein bisschen. Tatsache, jetzt ist eine 4 gegangen. Okay. Ah.
mal, ich brauche noch einmal hier für TikTok, brauchen wir hier mal so ein kurzes Take-Video, wie wir den einmal hochdrehen. Bei Null anfangen? Ja, so ein bisschen. Ja, hier kannst du. Also, alles Weitere müssen wir auf der Straße gucken, jetzt so mit dem Schalten und so weiter, aber er schaltet alle vier Gänge durch. Er hat keinen Limiter drin. Er hat keinen Limiter drin und macht keine Federlampe, also scheinbar sind wir da schon richtig. Ja, ne? 10 von 10. So, das Problem ist nur, warte mal, ich gucke mal gerade, wir haben gerade 7 Grad und es ist schon dunkel, jetzt hier mit losfahren, das machen wir nicht mehr, aus dem Alter sind wir raus. Vor allem ohne Auspuff. Achso, ja, scheiße, ohne Auspuff ist mir auch noch gerade eingefallen. Ich würde sagen, in dem Video haben wir euch einmal kurz gezeigt, dass auch japanisches Tuning dann doch am Ende wirklich einfach sein kann, dank dem Internet. Also da muss ich sagen, Respekt an HKS, dass das doch so gut und so einfach funktioniert. Wenn ich mir überlege, was wir so VAG-technisch schon so eingebaut haben, hat sich wirklich den Kopf dran zerbricht. Ne? Ja. Das ist ja hier schon, ja, schon einfach. Vor allem klemmst Kabel wieder an, Motorkontrollleuchte geht von selber aus. Ne? Geht wieder aus. Also, ne? Ich hab auch schon eine Idee, was wir machen. Und zwar, bevor wir nämlich irgendeinen Blödsinn machen, da wir ja vor der Tür den Bilzerberg haben, werden wir im nächsten Video diese Sperre hier auf jeden Fall mal auf der Dynamikfläche auf dem Bilzerberg testen, weil wir sind ja mit Nikos 350Z dort mit einer kleinen Sperre schon gefahren, was ja am Ende nicht so einfach war. Und ich bin wirklich mal gespannt, wenn wir hier gleiche Leistung mit Sperre und Automatik haben, ob das nicht schon 10 Mal besser geht. Und dann können wir da nämlich ein bisschen Dönigens machen und auf dem Weg dahin können wir zur Not auf der Autobahn noch einmal gucken, wie das Ding so läuft. Ne? Ja. Und Flo muss natürlich auch mit, weil als alter Burnout-Treter von der Kiste hier gehört natürlich fest dazu. Ja, geile Nummer. Wieder was gelernt. Kann ich nur empfehlen bisher. Japanische Technik. Flo wechselt auch bald. 2JZ in Golf. Weil das ist schon echt immer wieder beeindruckend. Ne? Also wie gut das so alles so, also das macht schon Spaß. Ja, und alleine. Alles so passt, ne? Auch wie so ein Motor einfach läuft, so ein 2JZ. Ne? Das ist schon seidenweich, ne? Das ist schon echt krass. Ja, Drechsersperre ist drin. V-Max ist draußen. Als nächstes Bilsterberg ein bisschen Spaß haben und als nächstes auf jeden Fall, wir gehen die TÜV-Thematik an. Wir müssen den Motor noch eintragen. Unser Ziel ist es ja wirklich, dass das Ding Street Legal komplett ist. Deswegen kommt auch wieder der Fox-Auspuff mit EG-Genehmigung drunter, dass wir uns um Thematik Motoreintragung nochmal kümmern können. Und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Tschüss, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.